This is the future. Evolution. This is the future. Ein herzliches Grüezi und Hallo aus der Schweiz. Heute zeige ich Ihnen, wie ich mein Englisch auf Vordermann gebracht habe. Ich habe ja früher vor vielen Jahren wirklich sehr gut Englisch gekonnt, habe aber dann natürlich aus Mangel an Übung und einsetzen können, habe ich natürlich vieles vergessen, ist eingeschlafen, eingerostet und das habe ich jetzt wieder hervorgeholt. Schon vor Corona habe ich begonnen, Englischunterricht zu nehmen und ich habe vier Instrumente oder Plattformen, die ich verwende. Und zwar die erste ist Chimglish, die werde ich gleich vorstellen. Zweite ist E-Books für die Konversation. Und Nummer drei, das heißt, ich schaue klassisch Fernsehen, CNN und BBC World. Und zu viert habe ich Netflix. Und das möchte ich dann ganz kurz am Schluss zeigen, wie ich das für meinen Englischunterricht unterstützen kann. Jetzt ganz zuerst möchte ich Ihnen die Plattform Chimglish vorstellen. Das ist Englisch lernen mit künstlicher Intelligenz, ist natürlich erst in der Entwicklungsphase, ist aber schon sehr, sehr gut, weil es mein Lerntempo übernimmt und mir immer wieder die Fehler zeigt. Und das ist natürlich gut, weil ich dann gewisse Begrifflichkeiten einfach immer wieder üben muss. Nun werde ich das ganz kurz live zeigen. Das zeige ich hier. Also so habe ich heute die E-Mail bekommen, Lesson to Kill a Texas Mountain Bear, Episode 5 und 8, also keine Sorge, hier geht es bei der Geschichte, geht es um einen Geschäftsmann, der einen Bär erlegt hat, das darf er nicht und deshalb ist er da an den Pranger gestellt worden und jetzt geht es um die Pressekonferenz. Nun, wenn ich hier draufklicke, komme ich natürlich zur Lektion. Man sieht, hi there, Jörg, how are you doing today? Ich werde natürlich immer anders begrüßt. Ich bin mittlerweile auf dem Level 4.2, das ist zwischen Advanced, also 4 wäre Advanced und 5 wäre Proficiency. Also ich bin schon ganz stolz, dass ich so große Fortschritte gemacht habe und eigentlich eben alles im Selbststudium mit diesen Plattformen. Dann sieht man, wie häufig man dabei war, wie viele Lektionen, also schon über 50 Lektionen. Dann kommt ein erster Teil, das ist Grammatikteil, da habe ich Fehler gemacht gehabt und die werden gezeigt. Man sieht es, rot oder grün, wie es hätte sein sollen. Dann kommt eine kurze Grammatiklektion, das ist immer wirklich nur sehr, sehr kurz gehalten, aber immer mit vielen Beispielen und immer natürlich auf das Level angewandt. Dann kommt hier ein erster Lückentext, da muss man die richtigen Formen aufschreiben. Dann kommt Vocabulary, das heißt, es hat gewisse Begrifflichkeiten, die erklärt werden, predominant zum Beispiel oder eben auch, wie man es schreibt in Amerika, do a favor or here favor in UK hat es mit einem OU oder dann kann man zum Beispiel to flatter, da sieht man dann verschiedene Satzkonstruktionen UK und US und man kann sich dann das anhören. Also ich kann jetzt das hier nicht, aber das wird dann wirklich hörbar und das ist natürlich sehr wertvoll. Dann gibt es eine Wiederholung von gewissen Begrifflichkeiten und da kann man zum Beispiel, das ist wie ein Lückentext, da muss ich sagen, a crash ist ein Zusammenstoß, to crash ist zusammenstoßen, a stock crash wäre ein Börsencrash und dann kann ich sagen, ja, I knew it und so weiter. Und wenn ich sage, nein, ich war unsicher und so weiter, dann kriege ich das natürlich dann wieder vorgesetzt. So geht das mit dem Lernen. Dann kommt eine Story, ist oft ein Text, den man sich hören muss. Was hier besonders ist, man kann auch auf langsam schalten, wenn man jetzt was nicht versteht. Ich höre die Texte meistens dreimal, bis ich dann die Fragen beantworten kann. Man hört hier zum Beispiel das American Accent oder English London Accent.
Dann werden die Begrifflichkeiten erklärt und dann kommen eben die Fragen. Und das ist dann wirklich auch abwechslungsreich, unterhaltsam. Man muss wirklich auch überlegen und am Schluss nochmals fragen. Und dann ist man ungefähr in 20 Minuten durch. Und dann kommt noch der Dessert. Das heißt, ich kann hier noch ein Video abspielen. Und ganz am Schluss, bevor ich dann die Lektion abschicke, kann ich hier sagen, ich war sehr zufrieden, 5 Sterne, und schicke das dann ab. Und dann bekomme ich die zur Korrektur. Das heißt, ich hatte dann bei dieser Übung 89% richtig. Also ich habe einen Fehler gemacht. Und das sieht man dann in die ganzen Antworten, was richtig wäre. Hier ganz interessant, hier sieht man dann den ganzen Text, den man zuvor gehört hat, noch als Text. Und da kann man dann sagen, ach, den Begriff, den kenne ich jetzt nicht. Zum Beispiel, sorry, I lost my place. Das heißt natürlich nicht, ich habe meinen Platz verloren, sonst heißt es was anderes und das möchte ich mir anhören. Und dann hier nochmals die Antworten und der eine Fehler, den ich gemacht habe. Und dann wird dann erklärt, wie das gemeint ist und was richtig gewesen wäre und wieso. Also eine runde Geschichte. Und ganz am Schluss kann man natürlich, da wird hier nochmals Today's Dessert, das ist von Monty Python's Flying Circus, eine Kult-Satire-Show in UK in den 70er Jahren. Die Älteren erinnern sich. Was ich hier noch erwähnen möchte, ist, was ganz wichtig ist, ich kann zum Beispiel, ich kriege die Lektionen nur 5-mal pro Woche. Das heißt, ich kann hier selber die Tage wählen, an denen ich diese Lektionen bekommen möchte. Ist auch wichtig, dass man 2 Tage mal auch keine Lektionen bekommt. Also das ist wirklich auch ein Erfolgsrezept. Also 20 Minuten Zeit habe ich. Mit den Korrekturen sind es vielleicht 30, aber das mache ich eher, als wenn ich 2 Stunden müsste, für die Motivation. Und auf der anderen Seite ist es halt eben auch wichtig, dass man dann auch mal zwischendurch nichts machen muss. Und da kann man auch sagen, da habe ich Urlaub, da möchte ich gar nichts. Und wählen Sie die Länge Ihrer Lektionen aus. Da kann man dann zum Beispiel eben auch verschiedene Längen einstellen, was ganz toll ist. Und dann am Schluss kann man nochmal sagen, so, send your correction. Und dann komme ich eben nochmals zur Vokabelliste. Das ist eben am Schluss, I lost my place. Und das wird dann erklärt. Das heißt dann eben, ich habe den Faden verloren. Und das ist eben wirklich sehr hilfreich. Dann kommt der Text nochmals, wenn man den nochmals hören oder lesen möchte. Und man ist durch. Also ich muss sagen, also Jimglish ist wirklich sehr, sehr gut. Übrigens im Beitrag auf YouTube oder im Blogbeitrag finden Sie dann einen Link, wo Sie draufklicken können. Einfach, das ist ein Affiliate-Link, das heißt, ich kriege dann eine kleine Entschädigung, aber die werde ich sowieso weiterschieben für einen guten Zweck. Also wenn Sie das tun, aber Sie können es auch direkt tun, das muss nicht unbedingt über mich gemacht werden. Das war mal erstens, und das ist wirklich gut für Grammatik und Wortschatz und so weiter. Das andere ist E-Books, da habe ich auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, den werde ich auch verlinken und auf dem verlinken, weil dort habe ich auch eine kleine Demo eingebaut, wie das sieht. Dort ist es wie, wenn man auf Skype ist oder auf Zoom mit dem Whiteboard und dann sehe ich die Lehrerin und mich. Und wir sprechen dann, wir haben Konversation. Mir geht es dort darum, ich möchte auch kein Diplom, sondern ich möchte einfach fließend sprechen können und meinen Wortschatz verbessern. Und die beiden Lehrerinnen, die ich dort habe, das sind beides Native Speaker. Die eine ist aus Kalifornien, lebt in Madrid und die andere ist aus Irland und lebt in Buenos Aires. Und während des Lockdowns 1, da war das wirklich so gewesen, dass wir nicht aus dem Haus konnten, aber wir konnten trotzdem Englisch Unterricht nehmen und Konversation. Das ist natürlich sehr toll. Und das ist ganz wichtig, eben die Sprachfähigkeit zu üben. Und dann Nummer 3 ist eben, ich schaue häufig CNN und BBC World. Und das tue ich wirklich manchmal nur ganz kurz, vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Und auf der anderen Seite habe ich dann noch viertens Netflix. Und Netflix kann man ja in verschiedenen Sprachen sich ansehen. Und eine Funktion ist wirklich wertvoll, das ist Untertitel. Also wenn Sie gerade jetzt Englisch hören, also bei BBC und CNN ist natürlich das Englisch perfekt. Das heißt, ich habe dort eine super gute Aussprache, da versteht man auch praktisch alles. Aber bei Filmen ist es oft halt die Umgebungsgeräusche, dann hat einer einen schlecht verständlichen Dialekt
oder es ernuschelt oder in der Situation drin oder es ist ein Slangbegriff. Und da kann man die Untertitel einschalten bei Netflix und das ist wirklich sehr hilfreich für den für das Englischlernen. Also Sie sehen, so habe ich mein Englisch aufpoliert, bin immer noch dabei und gerade jetzt im Lockdown 2 gibt es natürlich wieder etwas mehr freie Zeit, weil man weniger gebucht wird. Bei mir ist es verfallen natürlich die ganzen Vorträge weg und so habe ich das schon bei Lockdown 1 gemacht, aufgefüllt. Aber eben, ich denke, das ist, soll ein ständiger Prozess sein, um seine sprachliche Fähigkeit zu verbessern. Also ich wünsche Ihnen gutes Gelingen. Ich freue mich, wenn wir uns auch wieder mal persönlich sehen oder eben hier in meinem Podcast. Alles Gute und tschüss und schönen Tag noch. This is the future. Evolution. This is the future.